So, wir gehen heute ins letzte Video rein, was auch heute online kam einfach. Und zwar die dunkle Wahrheit über das Ende von Bibis Beauty Palace. Da gehen wir rein. Ich muss nur einmal anstecken. Jetzt können wir ins Video. Let's go. Es gibt nicht viele Menschen, bei denen man sagen würde, sie führen ein Leben, das wirklich so schön ist wie in einem Märchen. Bibis Beauty Palace und Julienko führten ein genau solches Leben. Und zwar schon seitdem sie sich vor 13 Jahren kennenlernten. Danach wurden sie zusammen berühmt, gründeten eine gemeinsame Familie, wurden zu Multimillionären und reisten an die schönsten Orte der Welt. Doch wie inzwischen jeder mitbekommen hat, lief es dann ganz plötzlich gar nicht mehr so märchenhaft weiter. Die Beziehung ist scheinbar wie aus dem Nichts einfach so vorbei. Inzwischen ist das zwar schon fast 2 Monate her, doch anstatt dass sich langsam alles aufgeklärt hat, sind Millionen von Zuschauern, Fans und Leuten, die Bibi und Julian immer als Vorbilder einer traumhaften Beziehung sahen. Da gibt es ja diese ganzen Videos, wo sie sagen, seitdem ich das mit Bibi und Julian gesehen habe, weiß ich gar nicht, ob es Liebe noch gibt. Alter, was ist mit dir denn los? Weiterhin völlig ratlos. Bibis Kanal hat seit der Trennung keine Videos mehr hochgeladen. Auf Instagram und anderen Social Media Kanälen meldet sich Deutschlands erfolgreichste YouTuberin auch seit einiger Zeit fast gar nicht mehr. Und keiner weiß, was jetzt eigentlich los ist, warum Bibi untergetaucht ist und wie es überhaupt weitergeht. In diesem Video werden wir Licht ins Dunkle bringen und euch nicht nur sagen, was bei Bibi wahrscheinlich los ist, sondern auch erklären, warum wir gerade das Ende von Bibis Beauty Palace erleben und wieso das Beste ist, das Bianca Klaassen passieren konnte. Wahrscheinlich, weil die sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen wollte. Das ist natürlich jetzt der perfekte Punkt. Das überraschende Ende von Bibis Beauty Palace zu verstehen, wollen wir zunächst einmal den Anfang des Kanals betrachten und vorstellen, wie alles mit Bibi und Julian begann. Dafür starten wir im Jahr 2004 in einem Kölner Gymnasium. Bianca, die damals noch Heinecke mit Nachnamen hieß, wurde gerade eingeschult und traf dann in der 5. Klasse zum ersten Mal auf ihren Klassenkamerad Julian Klaassen. Obwohl sie erst 10 Jahre alt waren die beiden schon damals sehr ineinander verliebt. Richtig gedatet haben sie erst ganze 5 Jahre später. Ihre Beziehung, die noch bis vor kurzem so märchenhaft erschien, ging auch damals im Jahr 2009 ganz romantisch los. Aber wie lang einfach, what the fuck? Das ist schon krass. Tatsächlich hatten sie ihr erstes Date wie in einem... Vor allem dann macht das Ganze noch weirder. Warum sollten die dann Schlag auf Schlag einfach nicht mehr zusammen sein? Ich glaube, Achtung, jetzt werfe ich wieder eine These in den Raum. Alle werden sich darüber aufregen. Ich glaube, da stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Aber im Endeffekt ist es mir relativ scheißegal. Ist nicht meine Sache. Im Film unter einer Brücke. Danach kam es zum ersten Kuss und nach wenigen Tagen waren sie dann ein Paar. Doch nicht nur irgendein Paar, mit Bibis wachsendem Erfolg auf YouTube wurden sie und automatisch auch Julian immer mehr zu richtigen Promis. Das ging schon 2014 los, als Julienko sogar seinen eigenen Kanal aufmachte und sich dort der Welt vorstellte. Guten Abend und herzlich willkommen auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Ich bin Julian. Ihr kennt mich mit Sicherheit schon alle von Bibis Beauty Palace. Von diesem Zeitpunkt an war Julian nicht nur selber YouTuber, sondern auch reich. War Teil von Bibis Beauty Palace, einer Marke, die schon damals deutschlandweit bekannt war und heute Millionen wert ist. Und genau dort, auf dem Kanal Bibis Beauty Palace, gab es über die Jahre dann auch immer weniger Videos, in denen man nur Bibi alleine sah. Beide waren nun nämlich Teil des Channels. Und so änderte sich auch der Damit haben die Leute Geld verdient. Merkt euch das. Während Bibi damals hauptsächlich Schminktutorials hochlud, drehte sie zusammen mit Julian Comedy-Sketches, machte Challenges und zeigte das gemeinsame Leben des Paares. Mit der Zeit präsentierten sie mehr und mehr aus ihrem Leben und schon seit mehreren Jahren drehte sich ihr Content ausschließlich nur noch um Vlogs und andere Dinge aus ihrem gemeinsamen Alltag. Doch eine Sache blieb bei Bibi und Julian immer gleich. Obwohl sie älter wurden, erschien ihr Content, aber auch sie
sie selber und sogar ihr ganzes Leben, das sie inzwischen mit der Öffentlichkeit teilten, immer noch so unschuldig und traumhaft wie damals im Jahr 2014. Probleme wie Streit, Trauer oder selbst Dinge wie Langeweile, die jeder mal erlebt, fanden bei Bibis Beauty Palace nie statt. Obwohl Bibis junge Zuschauer über die Jahre langsam erwachsen wurden, hatte man bei Bibi selbst immer das Gefühl, dass sie ihre Fans weiter wie Kinder behandelt, denen... True. Ich habe fast kein Video von Bibi geguckt, auch von Julienko nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass das so ist. Allein wegen ihrer Begrüßung, da fühle ich mich ja direkt wie ein 12-Jähriger. Sie eine schöne, aber nicht ganz authentische Welt präsentieren will. Und das um jeden Preis. Während andere YouTuber, die zur selben Zeit wie Bibi berühmt wurden, über die Jahre ihren Content änderten und auch offen über ihre persönlichen Herausforderungen redeten und ihre ganz ehrlichen Meinungen teilten, wirkte Bibis Content, wie zum Beispiel simple Pranks oder Challenges, immer so wie aus einer anderen Zeit. Julian Bam oder Rezo hörten hingegen zum Beispiel auf mit Musikvideos und lustigen Kurzfilmen, fingen an zu streamen, über Probleme und über Missstände zu berichten und ließen die YouTube-Persona, die sie 2014 erschaffen hatten, völlig hinter sich. Auch Dagi B, die zur selben Zeit wie Bibis... Was ein weirdes Zimmer. What the fuck? Beauty Palace anfing, wurde in den letzten Jahren immer authentischer, zeigt sich häufiger auch mal ungeschminkt und redet über ernstere Themen wie die Herausforderung des Mutterdaseins oder mentale Probleme. Bibi hat sich hingegen bis heute nie wirklich von ihrer aufgesetzten Internetpersönlichkeit getrennt. Ganz im Gegenteil, sie hat diese unauthentische und fast schon filmhafte Inszenierung ihres Lebens immer weiter fortgeführt. So baute sie mit Bilou beispielsweise. Es ist so krank, wie alle früher über Bilou sich lustig gemacht haben. Aber eigentlich, mittlerweile macht jeder Zweite einen Eistee, jeder Zweite macht eine Modemarke. Das ist so krass. Eine eigene Produktmarke auf, die das unschuldige, fröhliche Image von Bibis Leben nutzt, um Millionenumsätze zu generieren. Selbst als Bibi und Julian Eltern wurden, blieben sie ihrer Art, Videos zu machen, treu und präsentierten ihre Kinder nun auch als Teil ihres perfekten, immer aufregenden Lebens. Der Trend, dass mehr und mehr YouTuber von früher nun offener und authentischer werden, ging an Bibi ziemlich vorbei. Dass Bibi und Julian nicht mehr mit der Zeit ging, merkten auch die Zuschauer und so sanken in den letzten Jahren auch die Aufrufe des Kanals. Alter, wie viele Views? Spürbar. Während andere Vloggerpaare hingegen, wie zum Beispiel die Jinda Wees, mit authentischerem und weniger aufgesetztem Content aus ihrem Leben in den letzten Jahren immer mehr Zuschauer erreichten. Wenn man mal genauer darauf achtet, scheint Bibi jedoch nicht nur unschöne Trends auszublenden, es wirkt sogar so, als ignoriert Bibi negative Dinge grundsätzlich. Muss man aber sagen, ist gar nicht so schlecht, wenn man negative Sachen ignoriert. Natürlich auch, ich finde sehr wild, wenn man sieht, dass es bei Kanälen eine gewisse Entwicklung gibt. Feier ich asozial, auch wenn die nicht immer gut ist, die Entwicklung. Aber gut, dann gucke ich vielleicht einen Kanal nicht mehr, aber du merkst einfach, wenn du, es gibt da dieses schöne Beispiel, wenn du, das Leben ist wie eine Rolltreppe oder auch YouTube ist wie eine Rolltreppe, wenn du stehen bleibst, auf gut Deutsch immer dasselbe machst, dann wirst du einfach wegfahren. Wirst du einfach runterfahren oder hochfahren. Blablabla, scheißegal. Das Leben läuft an dir vorbei. Und du musst einfach wachsen mit der Zeit. Und da zählt halt Content-Umstellung dazu. Und verweigert es regelrecht, sich mit Problemen auseinanderzusetzen. Nicht nur in ihrem Leben mit Julian scheint es nämlich kaum Probleme zu geben, auch auf Kritik an ihr oder Kontroversen um sie geht Bibi nie ein. Dabei gibt es viel, was bei Bibi in den letzten Jahren zu Recht kritisiert wurde, wie zum Beispiel ihre lange Kooperation mit dem extrem umstrittenen Billigmodekonzern Shein, ihre Werbung für kontroverse medizinische Produkte oder die Einbindung ihrer Kinder in ihre Videos. Selbst als ihr eigener Song zum meist gedislikten Video auf YouTube fällt. Ey, das musst du aber auch erstmal hinkriegen.
3,1 Millionen Dislikes. Weit wurde, machte Bibi gar keine Statements oder ging ausführlich auf das Feedback ein. Sie ignorierte einfach, dass es überhaupt Kritik gibt. Doch das beste Beispiel für Bibis Angewohnheit, negative Dinge zu verdrängen, zeigt sich ganz aktuell bei ihrer Trennung. Bibi verdrängt die Trennung auf ihren Social-Media-Accounts nicht nur, sie hat nicht einmal einen einzigen Satz dazu gesagt, dass sie Julian auf einmal verlassen hat. Stattdessen postete sie einige Stories, in denen ihr Leben ganz normal weiterzugehen scheint, als wäre gar nichts gewesen. Dabei wäre gerade eine Trennung eine perfekte Möglichkeit gewesen, auch über die Realitäten unseres Lebens aufzuklären. Und ich schätze, das will die auch gar nicht. Sie will nicht schlechte Seiten zeigen, weil das würde zu ihrem Image nicht passen. Und ihren Zuschauern zu zeigen, wieso auch eine Trennung etwas ganz Normales sein kann. Da so etwas jedoch nicht passierte, merkte man auch hieran erneut, dass Bibi und Julians Leben scheinbar zwei Seiten hatte. Das, was man auf YouTube sah, und die Realität, die scheinbar doch weniger romantisch und schön war. Beides wurde geschickt getrennt. Doch nun stellen sich natürlich immer mehr Leute die Frage, wie genau sieht eigentlich die reale Seite ihres Lebens aus? Nach der Trennung bekam man erstmals einen Einblick in diese zweite reale Seite von Bibi und Julians Leben und es zeigte sich schnell, wie anders dieses Leben wirklich war. So teilte Bibi beispielsweise kurz nach der Trennung diesen Spruch auf Instagram, der besagt: Das größte Hindernis für mein persönlicher Wachstum und Glück ist meine Weigerung, Verantwortung dafür zu übernehmen, was in meinem Leben geschieht. Wenn mir etwas missfällt, muss ich eben ändern. Ich sollte es so lange verändern, bis es mir gefällt. Sagt, dass das größte Hindernis für das persönliche Glück... Okay, er liest auch nochmal vor. Die Weigerung ist, Verantwortung dafür zu übernehmen, was im eigenen Leben geschieht. Darauf folgte das Zitat, wenn mir etwas missfällt, muss ich es eben ändern, bis es mir gefällt. Somit deutete Bibi an, dass sie sich nicht richtig glücklich und erfüllt fühlte, auch wenn man ihr das in ihren Videos bis zuletzt nie anmerkte, da sie dort immer das Gegenteil präsentierte. Das, was Bibi missfiel, war vermutlich ihre Beziehung zu Julian und das Leben in ihrer neu gegründeten Familie allgemein. Allerdings könnte Bibi auch generell eine viel größere Veränderung gemeint haben, als sich nur von Julian zu trennen. Möglicherweise deutete sie mit dem Zitat auch an, dass sie sich ebenfalls von ihrer oft nicht ganz authentischen YouTube-Persönlichkeit als Bibis Beauty Palace trennen will. Das könnte auch sein. Wissenswert denkt einfach weiter. Und so das immer toll inszenierte Leben vor der Kamera hinter sich lässt. Eigentlich hat sie damit sogar schon begonnen. Denn während Julian einfach weiter sein Leben in den sozialen Netzwerken scheinbar zufrieden mit einer neuen Freundin teilt, ist Bibi hingegen regelrecht untergetaucht. So nimmt sie schon seit Wochen keinerlei Buchungen für Kooperationen mehr an und macht zum ersten Mal in ihrer jahrzehntelangen YouTuber-Karriere eine richtige Auszeit von ihrem Influencer-Dasein. Interessant ist ebenfalls, dass das Zitat, das sie nach der Trennung teilte, aus einem Buch von John Strelacki stammt. In diesem Buch mit dem Titel Wenn du Orangen willst, suche nicht im Blaubeerfeld, schreibt Strelacki über ganz existenzielle Fragen wie den Sinn des Lebens und wie man herausfinden kann, was man wirklich will. Es ist gut möglich, dass Bibi unzufrieden war mit ihrem vorherigen Leben und dieses Buch genutzt hat, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, wie sie ihr Leben ändern kann. Auch wenn Bibi eines Tages auf YouTube zurückkehren wird, steht eine Sache bereits fest. Sie wird eine andere Person sein und die alte Bibis Beauty Palace wird es so wohl nie mehr geben. Und das ist vermutlich auch sehr gut so. Was ist denn... Es ist auch sehr gut so, weil wir können sie nicht gebrauchen. Eure Meinung zu Bibi und Julians Trennung. Und was glaubt ihr, wird Deutschlands einst erfolgreichste YouTuberin in Zukunft so machen? Seht euch gerne auch noch unser Video. Ja. Ja, im Endeffekt, so dumm wie es klingt, ich denke, sie hat ausgesorgt und vielleicht hat sie auch einfach gar keine Lust mehr darauf. Und nutzt jetzt diesen Punkt, um einfach sich zu verabschieden. Soll jeder machen, wie er will. Ist gar nicht so.
Ich habe dazu keine Meinung. Sollen sie alle machen, das interessiert mich nicht.